werden sie schon eingestellt. Wo? Da ist ein Stück. Wo ist denn der Antrag im Telefon? Ah ja. Machen Sie eine Fotodokumentation? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Was heißt? Also. Sorry. So. Das ist ja offen, wo die Leute kommen. Gut. Das ist einladend. Also, es ist gleich soweit. Nur ein ganz kurzes Wort. Soweit. Ja, ein paar neue Gäste sind ja da. Wir waren ja von November ab in Rom bis Juli dieses Jahres. Und im Laufe dieses Aufenthalts hat sich eine gewisse Thematik herausgestellt, die sowohl in den Fotos als auch hier in den Grundelementen dieser Arbeiten zu sehen ist, nämlich der Stein, der aus den Straßen Roms stammt. Und hieraus hat sich eben so langsam eine Idee entwickelt, die wir dann noch durch Einbeziehung der Via Appia etwas vertieft haben, und schließlich hat sich die Ennecke von diesen Steinen eben zu diesen sechs Arbeiten inspirieren lassen. Da hinten steht noch so eine Kleinigkeit. Und das ist, naja, da sind die Steine nur Basis, nicht ein tragendes Bestandteil wie hier, eben das Zusammenspielen der in Rom so häufig anzutreffen Obelisken, die zur römischen Zeit aus Ägypten als Beutestücke mitgebracht worden waren. Die stehen natürlich Pate, wie man deutlich sieht, dass das jeweils vom Obelisken her inspiriert ist und auch so ein bisschen von der metaphysischen Idee, was der ägyptische Obelisk eigentlich darstellt, nämlich den Sonnenstrahl, der vom Himmel, die Antenne, die den Sonnenstrahl, der vom Himmel kommt, einfangen soll, also so etwas im technisch-modernistischen Gespräch würde man das so nennen können. Die Via Appia hat sich in unserer Arbeit ein bisschen auch in den Vordergrund gedrängt. Hier vorne haben wir noch ein kleines Abenteuer dazu festgehalten. Zu Appia möchte ich noch zwei Worte sagen. Es handelt sich um eine der ganz großen und sehr bekannten Straßen überhaupt dieser Welt. Der Zensor Appius Claudius hat sie 312 vor Christus angefangen zu bauen, in der richtigen Erkenntnis, dass Rom sich eben nach Süden expandieren wird und dass dazu vor allem eine leistungsfähige Verkehrsverbindung unabdingbar notwendig ist. Es wurde dann auch sofort Süditalien von den Römern aufgerollt, und nachdem das sozusagen erledigt war, wurde dann die Appia weitergebaut, die zunächst nur bis Capua, also etwas knapp nördlich Neapel, reichte. Es erfolgte dann eben der Weiterbau nach Brindisi, dem römischen Hafen, der das östliche Mittelmeer erschlossen hat und als Absprungsbasis für die Eroberung des Ostens diente.
die Geschichte mit dem Spartakusaufstand, der Appia auch ein gewisses tragisches verliehen hat, ist schon ein paar Mal heute angetippt worden. Ums Jahr 71 sind auf der Appia auf den ersten 6 Meilen außerhalb der Stadt die Überlebenden des Heeres von Spartakus durch den damaligen Konsul Sulla hingerichtet worden, passenderweise gekreuzigt worden. Und das führt dann tragisch weiter, wenn man so will, zu den christlichen Begräbnisstätten in den Katakomben. Die Appia hat dann noch eine kleine Ergänzung erfahren durch den Kaiser Trajan, der von Benevent aus noch eine zweite Trasse an der Adria entlang nach Brindisi baute. Dadurch hat sich die Reisezeit etwas verkürzt um eine Tagesreise. Es gibt eine Schilderung von dem Dichter Horaz aus der Zeit des Kaisers Augustus, in dem er beschreibt, wie er in 12 Tagen von Rom bis Brindisi reist. Das sind rund 550 Kilometer. Das war also für antike Verhältnisse eine ganz ordentliche, schnelle Reise, die sich mit anderen Reisen in späterer Zeit kaum vergleichen lässt. Also an Goethes bekannte Reise sei da kurz erinnert. Die Appia hat dann nochmal einmal als Heerstraße gedient, nach dem Untergang des eigentlichen Römischen Reichs, als die oströmischen Truppen gegen Rom vorrückten, um die Ostgoten von dort aus zu vertreiben. Da hat die Appia nochmal ihre Funktionalität unter Beweis gestellt und dann ist sie fast im Schatten der Geschichte verschwunden, bis auf Pilgerzüge, die dann aus dem aufkommenden religiösen Tourismus heraus die Katakomben besucht haben und von dort aus wieder ein neues Interesse fanden. In der Zeit der Kreuzzüge war nochmal eine gewisse Bedeutung, da Teile der Kreuzheere von Brindisi aus in See stachen. Es gibt da noch eine den Templern zugeschriebene Kirche, wo so entsprechende Graffiti man sehen kann von den abreisenden Rittern. Und dann verschwand sie endgültig sozusagen im Nebel der Geschichte, bis im Lauf des 17. Jahrhunderts die jungen Herrschaften in Europa entdeckt haben, dass zur Ausbildung oder zur Bildungsreise an sich nicht nur Frankreich und der Pariser Hof oder Versailles gehört, sondern dass auch Italien mit besucht werden muss. Im Rahmen dieser Grand Tour, die sich dann auch etwas für das allgemeine Volk sozusagen geöffnet hat, fand halt nochmal ein bis heute andauerndes Interesse an der Appia, aber jetzt künstlerisch, touristisch geprägt statt. Und aus diesem Interesse heraus, das eben besonders natürlich im 18. und dann im 19. Jahrhundert verstärkt wurde, kommt auch das Material für den Vortrag, den jetzt Herr Horst für uns zusammengestellt hat, lyrische Auszüge, die auch in einer gewissen schauspielerischen Vortragsweise uns dann zu Ohr gebracht werden. Dabei ist auch ein Gedicht des Franzosen Prudhomme, das Herr Horst erstmals übersetzt hat, dass wir auch im Rahmen dieser Veranstaltung jetzt dem staunenden Publikum verabreden. Viel Spaß!